Wenn die britische Regierung sagt, die Freizügigkeit der Menschen gilt nicht mehr, dann wird das seinen Preis haben in den Beziehungen zu Großbritannien. Das ist nicht boshaft, aber ich kann nicht die guten Seiten alle haben und dann sagen, aber es gibt eine Obergrenze von 100 oder 200.000 EU-Bürgern, mehr dürfen nicht nach Großbritannien. Vielleicht noch alle Forscher, aber bitte nicht andere. Das wird nicht gehen. Und dann müssen wir überlegen, welche Erschwernis machen wir von europäischer Seite, um das zu kompensieren. So, und jetzt müssen wir erstmal mit dem Verhandeln beginnen. Vorher haben Sie ja noch Wahlen. Und wir werden natürlich in den zukünftigen Beziehungen auch immer an die 48 oder 49% denken, die sich nicht für den Brexit ausgesprochen haben. Denn die müssen natürlich, haben wir es schon auch im Blick.